Hallo, mein Name ist Monika Keller. Ich bin Inhaberin der Firma 3C Keller und Expertin für Coachings und Trainings im Bereich Projektmanagement und Gesprächsführung. Wie ihr vielleicht auch, stehe ich momentan vor der Herausforderung, dass ich mehrere Kinder habe, die in den Frühlingsferien nicht in ihre normale Betreuung können. Das heißt, sie werden die ganze Zeit zu Hause sein, ich habe nicht frei, ihr vielleicht auch nicht. Und ich möchte, dass diese Kinder eine gute Betreuung haben und etwas Sinnvolles machen in ihrer Freizeit. Darum habe ich mir überlegt, was ich mit ihnen machen möchte. Meine 11-jährige Tochter hat nun mit mir zusammen das Teen Prep Projekt vorbereitet. Was ist das Teen Prep Projekt? Es geht darum, dass wir die Adoleszenten im Übergang zum jugendlich erwachsenen werden begleiten, dass wir ihnen sinnvolle Aufgaben geben, die trotzdem für sie machbar sind. Ich habe die Ideen nicht von mir, sondern von Claudia und David Arp. Die haben verschiedene Bücher geschrieben, eins heißt Pubertät in Sicht und ist speziell für Kinder im Alter von 9 und 13 Jahren geschrieben. Nun, was könnte man machen für dieses Teen Prep Projekt? Es gibt 4 Bereiche. Der erste Bereich ist Sport, Musik, Kultur. Der zweite ist Wissen und Verstehen. Beim dritten geht es um Überzeugungen und Werte, auch Spiritualität. Wie wollen Sie sich verhalten in Ihrem Leben? Und dann geht es um etwas Praktisches für Ihr Leben. Ich habe jetzt da so mit meiner Tochter zusammen 8 Aufgaben definiert, jeweils zwei in diesen 4 Bereichen. Und sie hat die mit mir besprochen, sie weiß, was auf sie zukommt und sie sind realistisch. Im ersten Bereich gebe ich euch ein Beispiel, was wir da machen. Also eigentlich sind es 2, sie kann dann auswählen, eben aus diesen 8 Aufgaben, am Ende nimmt sie 5, die sie erledigen will. Und im ersten Bereich sind das jetzt zum Beispiel das Rettungsschwimm-Jugendbrevet machen. Da jetzt gerade alle Schwimmbäder zu sind, wird sie das im Moment nicht machen können. Aber wir haben das jetzt getimt bis zu ihrem 12. Geburtstag und der ist im November. Also wir hoffen, dass sie das dann innerhalb dieser Zeit erledigen könnte. Die zweite Aufgabe beim Sport ist eine, die sie jetzt sofort angehen kann. Und zwar lernt sie Jonglieren mit 3 Bällen. Und da wäre jetzt die Aufgabe, bis im Sommer mit mindestens 8-mal mit 3 Bällen jonglieren können. Das wäre jetzt für sie so eine typische Herausforderung. Im zweiten Bereich, Wissen und Verstehen, da kann sie zum Beispiel eine Lebensbeschreibung von jemandem lesen, den sie bewundert und diese Person dann an einem Samstagabend der ganzen Familie vorstellen in einem kleinen Referat. Oder sie könnte sich entscheiden, einen klassischen Roman zu lesen und dann der Familie vorzustellen. Das sind alles nur Beispiele, es gibt noch ganz viele andere. Überzeugungen und Werte, da kann sie sich zum Beispiel überlegen, an welchen Maßstäben und Überzeugungen sie sich in ihrer Teenagerzeit orientieren will. Zum Beispiel im Blick auf Freundschaften, ihren Charakter, Ehrlichkeit und so weiter. Oder sie kann auch sich mit Dingen beschäftigen, sei es die Bibel oder etwas anderes, und dann mit ihren Fragen dazu an uns Eltern gelangen und wir diskutieren diese Sachen. Dann etwas Praktisches für ihr Leben. Also bei ihr haben wir jetzt gesagt, sie würde sich auswärts, nicht bei uns zu Hause, sondern auswärts mindestens 80 Franken verdienen. Und zwar hat sie dann die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie könnte sie das tun. Könnte sie zum Beispiel Flaschen entsorgen gehen für irgendeinen Nachbarn jetzt? Könnte sie Velo putzen? Könnte sie unten mit der Gitarre spielen und Geld verdienen? Was auch immer. Da ist sie dann völlig frei. Also auch da hat sie dann etwas zu tun, kann sich sinnvoll beschäftigen und weiß, was auf sie zukommt. Die letzte Aufgabe noch, die wir besprochen haben, ist, sie wird einen City-Trip planen mit mir. Und zwar nach Bern oder Basel oder einer anderen Stadt in der Schweiz. Und sie hat da auch ein Budget zur Verfügung. Sie weiß dann, innerhalb diesem Budget können wir auch einen Besuch machen im Museum oder in ein Restaurant gehen. Das ist dann völlig ihr überlassen, was sie da machen möchte.
Und ich glaube, mit dieser Art und Weise hat sie jetzt schon bis Ende Sommerferien sehr viel zu tun. Sie kann das außerhalb von ihren normalen Hausaufgaben erledigen. Sie kann sich in den Schulferien damit beschäftigen. Sie kann lesen, sie kann Jonglieren üben und hat ein gutes Programm. Ich denke, vielleicht auch für andere Kinder wird das sehr sinnvoll sein. Gerade zum letzten Auftrag, überlegt euch, was ist da sinnvoll für euer Kind. Es könnte auch ein Campingwochenende mit dem Vater sein oder ein River Rafting oder was auch immer, ein Velotour. Da sind euch ja alle Möglichkeiten offen und dann könnt ihr euch auch schon wieder freuen nach dieser Corona-Zeit, wenn ihr wieder nach draußen gehen könnt. Wenn ihr weitere Fragen habt oder euch auch mal austauschen möchtet zu diesem oder anderen Themen, dann meldet euch bei mir. Meine E-Mail-Adresse wäre monika.keller@3c-keller.com. Ich freue mich auf Feedbacks von euch. Danke und tschüss!